Wir schreiben das Jahr 2020. Der aggressive Coronavirus stellt unsere Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Doch einige Personengruppen sind besonders betroffen. Dazu gehören unsere älteren Mitbürger und Personen mit Vorbelastungen sowie Kranke. Jüngere Personen sind in der Regel von den Auswirkungen des Virus weniger eingeschränkt. Natürlich wollen diese den Risikogruppen helfen, aber die Frage ist, wie? Vor allem ältere und jüngere Mitbürger informieren und kommunizieren über verschiedene Kanäle. Während junge Personen meist im Internet und auf Social Media unterwegs sind, verlässt sich die ältere Generation bei der Informationsbeschaffung eher auf Zeitungen oder Amtsmitteilungen. Dafür gibt es nun nah und gern die Lösung für alle Generationen. Und so funktioniert's. Schritt 1. Die hilfesuchenden Personen werden vor Ort im Supermarkt, durch die Stadt, in der Zeitung oder in Amtsblättern über den neuen Service von Nah und Gern informiert. Schritt 2. Der Hilfesuchende registriert sich entweder über die App oder für die ältere Generation kann dies auch vor Ort im Rathaus geschehen. Hierfür müssen lediglich die persönlichen Daten, die Anschrift sowie ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt werden. Schritt 3. Im Bedarfsfall kann der Hilfesuchende nun per App oder auch telefonisch seine Einkaufsanträge an Nah und Gern übermitteln. Schritt 4. Nah und Gern vermittelt diese Einkaufsaufträge nun an zuvor via der App registrierte Helfer, die in ihrer Umgebung per GPS nach Aufträgen suchen können. Schritt 5. Nimmt der Helfer den Auftrag an, bekommt er den Einkaufsauftrag bzw. die telefonische Sprachnachricht sowie die Adresse des Hilfesuchenden in der App angezeigt. Schritt 6. Der Helfer begibt sich in den Supermarkt und erledigt die Einkäufe. Die Einkäufe werden einfach an der Kasse per Scan eines Barcodes, welcher aus der NUG-App erzeugt wird, bezahlt. Dies stellt sicher, dass später bei der Rechnungsstellung die richtigen Beträge zu den Bestellern abgerechnet werden. Schritt 7. Nachdem der Helfer die Ware ausgeliefert hat, bestätigt er die Lieferung in seiner App. Der Hilfesuchende erhält daraufhin sofort eine Benachrichtigung in seiner App oder, falls nicht verfügbar, einen automatisierten Telefonanruf, der die Lieferung mitteilt. Der Einkauf wird verifiziert und die Stadt, die als Treuhänder fungiert, autorisiert den SEPA-Einzug für den Supermarkt. Schritt 8. Sobald der Einkauf und die Zahlung verifiziert sind, erhält der Helfer eine Gutschrift im NUG-plattformeigenen Punktesystem, den sogenannten Nuggets. Ab einer gewissen Anzahl können diese bei der Stadt gegen Gutscheine eingetauscht werden. Diese Gutscheine sind von Bars, Restaurants oder anderen Einrichtungen, die aufgrund der Corona-Krise aktuell schließen mussten und mit Gewinneinbußen rechnen müssen. So wird der ganzen Nachbarschaft geholfen. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Präsentation überzeugen konnten. Weitere Informationen zu unserem Projekt findest du unter https://nah-und-gern.de sowie auf unserer DevPost-Seite. In diesem Sinne, auf eine gute Nachbarschaft! Nam 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 nam.